Herzlich willkommen hier im sonnigen Bergischen Land. Pfarrer Siegfried Landau und ich, hier Organist Franz Pembauer, möchten Ihnen mit diesem Film die Orgel der Remscheider Pauluskirche vorstellen. Hier ist sie. Sie steht vorne in der Kirche. Orgelpfeifen, Altar und Kanzel bilden eine Einheit. Ein schönes Beispiel für die manchmal sogenannte bergische Trias. Musik, Altarsakrament und Verkündigung sind miteinander verbunden. Keines der drei steht isoliert für sich da. Jetzt in diesem Moment steht also der Organist auf der Kanzel. Hier sozusagen fast inmitten der Orgel in der Pauluskirche, anstatt wie sonst dort unten links am Spieltisch zu sitzen. Sie sehen unsere Pauluskirchenorgel übrigens fast genauso, wie sie bereits im Jahr 1867 bei ihrer Einweihung zu sehen war. Nur die Kanzel wurde zwischenzeitlich erniedrigt. Vielleicht bekamen die Leute vom nach oben schauen die Halsstarre, wenn sie der Predigt des Pfarrers lauschten, und setzten die Kanzel deshalb niedriger. Das Bild, welches ursprünglich unter der Kanzel über dem Altar angebracht war, passte dann allerdings nicht mehr und hängt jetzt links über dem Spieltisch. Aber kommen Sie doch mal mit durch die Sakristei, dort unten unter der Orgel durch die Türe. Hinter einem Wandschrank führt eine Tür in das Innere der Orgel. Eine Wendeltreppe führt nach oben zur Kanzel. Das ist der Weg, den Pfarrerin oder Pfarrer zur Kanzel nehmen müssen. Natürlich langsam und bedächtig, nicht mit wehendem Talar, um sich nicht in den Aluminiumgestängen zu verfangen. Jetzt möchte ich Ihnen erstmal ein Loch in der Wand zeigen. Wir befinden uns ja hier noch im Inneren des Kirchenraums, der normalerweise beheizt ist. Das Loch ist hier, hängt halt zu. Und wo dieses Loch hinführt, das zeige ich Ihnen jetzt. Ich öffne diesen Verschlag. Steigen Sie mal mit mir bitte durch die Wand, aber stolpern Sie nicht. Jetzt befinden wir uns außerhalb des geheizten Kirchenraumes, ganz vorne im Kirchengebäude, oberhalb der Sakristei. Hier ist so eine Art Staubsauger aufgestellt. Das ist der Orgelmotor. Eine Turbine, die hier läuft und Luft ansaugt aus dem Loch heraus, aus dem geheizten Kirchenraum, das ich Ihnen gerade gezeigt habe. Die Turbine schleudert die Luft weiter durch diesen Kasten und zurück in den Kirchenraum durch Schläuche zu den Pfeifen hin. Warum nimmt sich die Turbine die Luft nicht direkt aus diesem Raum? Weil sonst kalte Luft hin zu den warmen Pfeifen geblasen würde und diese augenblicklich verstimmen würden. Und warum wurde diese Turbine beim Bau der Orgel nicht direkt innerhalb des Kirchengebäudes installiert? Zum einen, weil sie natürlich nicht aus dem Jahr 1867 stammt. Zum anderen, weil nicht unendlich viel Platz im Orgelinneren vorhanden ist. Und vor allem, egal ob eine elektrische Turbine läuft oder in früheren Zeiten die Balgtreter einen Blasebalg bedienten, das alles geht nicht ohne störendes Geräusch ab. Sie kennen das von zu Hause, auch Ihr Staubsauger ist nicht der schweigsamste. Dann stelle ich mal die Orgel an. Schauen Sie mal. Die Turbine drückt Luft in die Windkammer und der Deckel der Windkammer beginnt sich zu heben. Die Quader, die oben auf dem Deckel liegen, sind nichts anderes als nett in Packpapier eingeschlagene Ziegelsteine. Die regulieren mit ihrem Gewicht den Winddruck und halten ihn gleichmäßig. Und nun geht's ab mit der Luft durch diese Schläuche zurück
in den Innenraum zu den Orgelpfeifen. Wenn es aber lediglich so wäre, wie ich es bis jetzt geschildert habe, würden alle ca. 2800 Pfeifen der Orgel gleichzeitig erklingen. Das gäbe einen Höllenlärm und soll natürlich nicht passieren. Ich möchte Ihnen deshalb zeigen, wie eine solche Windlade von innen aussieht. Hier im Orgelinnern strömt also der Wind in einen solchen Kasten. Den möchte ich Ihnen jetzt mal zeigen. Er lässt sich öffnen mit Hilfe dieser Vorreiber. Und dann kommen Sie mal her und schauen hier hinein in diesen Kasten. Dort sehen Sie Ventile. Die sich hier bewegen lassen. Und wenn man sie nach unten zieht, sieht man an dieser Stelle ein Loch, durch das dann die Luft weiterströmen kann. Die Ventile werden nach oben gedrückt mit Hilfe solcher Federn. Das sind die Ventilfedern. Die sehen wir da hinten drin. An dem Ventil ist jeweils eine solche Aluminiumstange befestigt, die hier durch den Boden, durch ein ganz dünnes Loch geht zu diesem Metallgestänge. Und wenn ich an so einer Metallstange ziehe, sehen Sie, wie sich hier oben das Ventil öffnet. Und wenn ich die Metallstange wieder loslasse, drückt die Ventilfeder das Ventil wieder nach oben und das Luftloch, was nach oben führt, ist dann wiederum verschlossen. Sicher sind Ihnen die vielen Aluminiumgestänge aufgefallen, die hier in dieser Orgel verbaut worden sind. Wohin führen jetzt also diese ganzen Metallstangen, diese abstrakten mit ihren vielen Richtungsänderungen? Die führen natürlich hier herunter, an der Wendeltreppe vorbei, ganz nach unten in den Fußboden der Kirche. Dort sind diese Marmorplatten. Die man schon mal zugipsen wollte, weil sie so ein bisschen wackeln, aber das konnte ich im letzten Moment noch verhindern. Die kann man hochheben, darunter gehen die Abstrakten weiter und landen dann hier im Spieltisch an der Orgel. Dort sind sie unter den Tasten festgemacht. Und wenn ich nun eine Taste drücke, wird diese Metallstange, die zu der Taste gehört, gezogen und das Ventil oben unter der Pfeife in der Orgel drin kann sich öffnen. Wir sind also zurück hier oben im Orgelinneren. Die Lade ist wieder zugebaut, der Orgelmotor ist angestellt. Nun ist Ihnen bestimmt schon aufgefallen, dass es hier ganz verschiedene Sorten und Formen von Pfeifen gibt. Manche Pfeifen sind aus Holz, manche aus Metall. Mal sind sie zylindrisch, mal sind sie konisch. Mal sind sie an ihrem Ende gedeckelt, mal sind sie offen, mal dicker, mal dünner mensuriert. Die unterschiedlichen Bauformen erzeugen unterschiedliche Klangfarben. Mal klingt die Pfeife wie eine zarte Flöte, mal wie eine kräftige Posaune. Sie sehen hier in Längsrichtung verschiedene Pfeifenreihen, die sich in ihrer Bauform jeweils unterscheiden. Innerhalb einer Reihe unterscheiden sich die Pfeifen lediglich in ihrer Größe. In der einen Reihe sind die Pfeifen zum Beispiel aus Metall und oben offen,
In einer anderen Reihe sind sie aus Holz mit einem Deckel am Ende. Eine solche Pfeifenreihe nennen wir Register. Hier sehen Sie zum Beispiel das Trompetenregister. Daneben sind die Pfeifen aus dem Register Basson aufgestellt, dann das Register Zimbel und so weiter und so fort. Die Größe der Pfeifen sorgt dann für die richtige Tonhöhe. Kleine Pfeifen ergeben höhere Töne, große Pfeifen ergeben tiefere. Jetzt kann ich Ihnen das Innere der Windladen genauer erklären. Es gibt nämlich zwei Richtungen, in denen die Pfeifen aufgestellt sind. In Längsrichtung stehen die Pfeifen eines Registers, wie Sie es gerade gesehen hatten, also die Pfeifen gleicher Bauweise, und in Querrichtung die Pfeifen, welche einer Taste unten am Spieltisch zugeordnet sind. Öffnet sich also auf Tastendruck hin ein Ventil in der Windlade, ist damit der Luftweg frei für eine ganze Anzahl von unterschiedlichen Pfeifen. Ich mache kurz noch einmal vor, wie ein Ton erklingt. Es ist jetzt nur ein Register gerade eingestellt, nämlich die Trompete 8 Fuß. Wenn ich hier an einer solchen Abstrakte ziehe, was ja eigentlich geschieht, wenn man unten an der Taste drückt, wie sich dann hier in der Windlade das Ventil öffnet und die Luft weiter hochströmen kann in die Pfeifen und der Ton dadurch erklingen kann. Nun möchte man natürlich nicht, dass die Pfeifen aller Register immer gleichzeitig erklingen, wenn man eine bestimmte Taste am Spieltisch drückt. Manchmal möchte man, dass nur die leise Flöte, manchmal nur die schmetternde Trompete klingt. Manchmal möchte man die Pfeifen verschiedener Register zu einer Klangmischung kombinieren und nur ab und zu sollen alle Register erklingen, wenn man eine bestimmte Taste unten am Spieltisch drückt. Wie das nun technisch vor sich gehen kann, erkläre ich am besten an einem Modell, was unten im Gemeindehaus aufgebaut ist. Hier ist also unser kleines Orgelmodell. Die Zugvorrichtungen sind hier nicht aus Metall, sondern aus Holz gebaut. Man sieht hier unten, wie die eingehängt sind, hinten in eine Taste. Und wenn ich eine solche Taste bewege, wird die Zugvorrichtung nach unten bewegt. Dann durch diese waagerechte Welle seitlich übertragen. Hier geht es dann weiter nach oben bis zu der Stelle, wo die entsprechende Pfeife oben drüber gesetzt werden soll. Ich zeige auch nochmal, genau wie vorhin bei der großen Orgel, die Windlade. Da sehen wir nochmal die Ventile, wie sie durch den Zug der Abstrakte das Loch am oberen Deckel öffnen. Und nun schauen wir mal von oben auf diese Windlade drauf, denn jetzt wird es noch komplizierter. Und nun sehen Sie das, was wir Ihnen an der großen Orgel nicht so gut zeigen konnten. Ich nehme erstmal hier was ab. Da sehen Sie, wie die Löcher von der Windlade von unten her ankommen. Kleine Filzdichtungsringe sind da drauf. Und auf diesen Löchern wiederum sitzt ein dünnes Brett, was man hin und her schieben kann. Hier ist es gesichert, dass man es nicht zu weit herausziehen kann. Sie sehen, dass in dieses Brett auch genau in den richtigen Abständen Löcher gebohrt sind. Und wenn ich jetzt diese sogenannte Schleife bewege, die hat ihren Namen daher, dass sie eben hier so hin und her geschleift wird, liegen die Löcher in der Schleife genau über den Löchern, aus denen die Luft kommt. Und wenn ich wieder die Schleife zurückfahre, sind die Löcher verschlossen. Und jetzt
geht es weiter. Ich brauche ein neues Teil, das jetzt da oben drauf kommt, sozusagen ein neues Stockwerk. Und auf dieses Stockwerk werden dann hinterher die Pfeifen draufgesetzt. Das ist der sogenannte Pfeifenstock, den ich jetzt hier reingesetzt habe. Und nun brauchen wir eigentlich nur noch Pfeifen, die hier in diese Löcher gesteckt werden und mit ihren Pfeifenfüßen in die Luftlöcher hineinragen. Jetzt sind wir also zurückgekommen in die Kirche. Ich sitze hier am Spieltisch der Pauluskirchenorgel. Die Registerschleifen werden natürlich nicht hier von Hand hin und her gezogen, wie bei unserem kleinen Modell drüben im Gemeindehaus, sondern die werden elektrisch betätigt. Da sitzen oben Elektromagnete und wenn ich hier einen Registerschalter an- und ausstelle, wird der betreffende Magnet aktiviert und zieht die Schleife heraus. Wenn ich den Registerschalter wieder abstelle, geht die Schleife wieder in ihre Ausgangslage zurück. In der Orgel gibt es verschiedene Bereiche von Registerreihen. Rechts an der Orgel zum Beispiel sind die Pfeifen angeordnet, die am Spieltisch von den Füßen gespielt werden. Das ist das Pedalwerk. Und links sind die Register aufgestellt, die man hauptsächlich beim Orgelspiel braucht, das sogenannte Hauptwerk. Dadurch, dass eine Vorderfront architektonisch einheitlich hier errichtet ist, kann man nicht sehen, wie die Werke sich tatsächlich hinter diesen Prospektpfeifen befinden. Unten am Spieltisch hier gibt es eine eigene Tastenreihe, die nur den Pfeifen des Hauptwerks zugeordnet ist. Und oben über dem Hauptwerk ist das Schwellwerk angeordnet. Das Schwellwerk ist in sich wie eine kleine Orgel angelegt. Es steht jedoch in einem geschlossenen Kasten, der zum Kirchenraum hin mit einer Jalousie versehen ist. Die Lamellen dieser Jalousie lassen sich öffnen oder schließen, sodass die Lautstärke anschwillt oder wieder abnimmt. Daher der Name Schwellwerk. Bedienen kann man diese Schwellerjalousie mit einem Fußhebel am Spieltisch, ähnlich dem Gaspedal bei einem Auto. Gespielt wird das Schwellwerk auf einer eigenen zweiten Taste. Übrigens muss eine Orgel ab und zu gestimmt werden. Dazu wird die Länge der Pfeifen ganz geringfügig geändert. Das kann passieren, indem man die Pfeifenmündung einreibt, also ein bisschen enger macht oder ausreibt.
oder indem man ein solches Metallband hier oben im Stimmschlitz, ähnlich wie man das manchmal noch bei Sardinenbüchsen hat, aufrollt oder wieder abrollt. Oder indem man, wenn ein Deckel oben auf den Pfeifen sitzt, diesen bisschen hochzieht oder wieder runterschiebt. Die meisten Orgelpfeifen sind so ähnlich gebaut wie eine Blockflöte. Gibt sogar noch einen Ton von sich. Die Pfeife ist aber nicht aus unserer Orgel, sondern die haben wir aus dem Keller geholt, ist von einer alten Orgel und wird hier nicht mehr gebraucht. Es gibt noch ein anderes Pfeifenprinzip, ein Bauprinzip, die sogenannten Zungenstimmen. Dazu wird ein freischwingendes Metallband unten in den Pfeifenfuß gesetzt. An diesem Metallband befindet sich ein fester Draht, der sich an das Metallband anschmiegt. Diesen Draht kann man hoch und runter ziehen und dadurch wird die Länge des freischwingenden Metallbandes geändert und die Tonhöhe ändert sich. An dieser Zeichnung kann man, glaube ich, gut sehen, wie eine Zungenpfeife gebaut ist. Das Wichtigste an der ist eigentlich der Pfeifenfuß, auf den dann ein Schallbecher draufgesetzt ist. Der Pfeifenfuß hat ein etwas kompliziertes Innenleben, das hier nochmal im Ausschnitt dargestellt ist. Es gibt eine Metallzunge, die frei an ihrem unteren Ende hin und her schwingen kann. Das ist das, was hier in diesem Ausschnitt so schraffiert dargestellt ist. Die Zunge schwingt hin und her und schlägt dabei immer auf diese sogenannte Kehle drauf. Und dann gibt es diesen starken Metalldraht, der hier gebogen ist und sich ganz eng an die Metallzunge anschmiegt. Und diesen Draht kann man runter oder wieder hoch bewegen. Dann wird das freischwingende Ende der Zunge entweder kürzer, das heißt der Ton wird höher, oder länger, dann wird der Ton wieder tiefer. Und durch dieses Herauf- und Herunterbewegen an dieser Krücke kann man dann die Orgelpfeife stimmen. Das hier ist also der starke Metalldraht, die Krücke, die an der Zunge, die hier drinnen sich befindet, anliegt. Und jetzt schlage ich mal den Metalldraht ein wenig nach oben und man hört, wie die Pfeife sich verstimmt. Wieder runter. Und jetzt ist wieder alles in Ordnung. Schauen wir uns also jetzt den Spieltisch etwas genauer an. Ich habe zwischendurch meine Orgelschuhe angezogen, denn man soll ja nicht mit Straßenschuhen hier, womöglich wenn noch im Winter Schnee liegt oder dergleichen, die Pedaltasten beschmutzen. Mit diesen Tasten werden also diejenigen Töne gespielt, die im Pedalwerk stehen und für die Füße dann vorgesehen sind. Dann ist hier unser erstes Manual für das Hauptwerk. Da das zweite Manual für das Schwellwerk. Und dann gibt es hier noch ein drittes Manual. Das ist vorgesehen für eine weitere kleine Orgel in sich. Die steht nicht hier vorne, sondern hinten in der Kirche, sodass man den Orgelklang mal von hier und mal von da wahrnehmen kann. Die Verbindung von Taste und Ventil erfolgt elektrisch. Die Tasten des dritten Manuals hier sind also praktisch elektrische Schalter, mit denen die Ventile dort hinten in dem kleinen Extraörgelchen auf der Empore betätigt werden können. Die Pfeifen, die mit diesem dritten Manual bedient werden, oben in der kleinen Orgel, kann man übrigens auch von der kleinen Orgel selber aus bedienen.
denn die hat oben auf der Empore einen eigenen Spieltisch. Und das möchten wir Ihnen jetzt einmal zeigen. Ich hoffe, dass Sie jetzt einen kleinen Einblick in unsere Pauluskirchenorgel bekommen haben, mit ihren beiden Orgelteilen vorne und hinten auf der Empore. Wie Sie also sehen, ist diese Orgel speziell für unsere Pauluskirche gebaut worden, so wie jede Orgel hier und da immer anders ausschaut und auf die Räumlichkeiten, auf die Maße und auf die akustischen Verhältnisse der jeweiligen Kirchenräume, in denen sie stehen, zugeschnitten ist. Ich hoffe, Sie haben einige interessante Sachen mitbekommen und möchte Ihnen jetzt zum Schluss noch ein Stück vorspielen.